Wo soll's hingehen, Luigi? Natürlich zur Villa, Professor. Zum letzten Mal. Und damit herzlichst willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Und ja, heute in diesem Part ist das Finale von Luigi's Mansion. Ein Finale, das fast nicht geklappt hätte aufgrund von... Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt der Fehler war. Aber das Bild von meinem Laptop, dann auch noch vom HDMI-Kabel und so weiter und so fort, war sowas von schlecht gewesen. Da musste ich wirklich erstmal hier ein HDMI-Kabel raussuchen, hier den Laptop nochmal neu starten. Ja, und jetzt, so wie es aussieht bisher, keine bildtechnischen Probleme, alles gut. Es waren so gesehen auch die gleichen bildtechnischen Probleme, die ich auch schon mal vor einiger Zeit bei Tales of Zestiria mal hatte. Und dann, glaube ich, hatte ich diese gleichen Probleme auch bei irgendeinem anderen Spiel auch mal gehabt, wo ich jetzt ja leider nicht mehr weiß, welches es war. Aber die meisten Probleme, die so waren, wie ich die eben gesagt hatte, bildtechnische Probleme, komisches, naja... Na, was kann man da so dazu sagen? Komische, flackernde Streifen am Fernseher. Ja, das... Obwohl, Moment mal. Das kann dann ja eigentlich nicht bei meinem Laptop gelegen haben. Nein, 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 das stimmt ja eigentlich. Weil Tales of Zestiria ist ein Spiel von der PlayStation 4. Und das habe ich beim besten Willen nicht mit einem Laptop irgendwie gemacht. Also muss der Fehler wohl mal bei einer Elgato liegen. Oh Mann. Oh ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da können wir jetzt zum Glück sagen, dass alles jetzt richtig wieder funktioniert. Keine bildtechnischen Probleme da sind. Ja, ja, manchmal muss man hier und da mal wieder was neu starten. Da mal ein paar neue Kabel raussuchen. Naja, das Ende vom Lied ist jetzt allerdings, dass ich wieder das gleiche HDMI-Kabel an der Elgato angeschlossen habe. Jo, jo, jo. So, so, so. Dann legen wir jetzt mal los. Der letzte Part, Luigi's Mansion. König Buhu ist heute fällig. Doch anders als was ich im letzten... doch, ich muss mich erstmal korrigieren. Im letzten Part hatte ich ja, glaube ich, ja so gesagt, dass die 49 Buhus so richtig ist. König Buhu wäre Nummer 50. Aber das kam mir so wie selbst ein bisschen komisch vor. Weshalb ich dann nach dem letzten Part erst im Internet nachgeguckt habe, Aufenthaltsorte aller Buhus in Luigi's Mansion. Da bin ich erstmal die Liste, die da war, durchgegangen. Und siehe da, ich hatte wirklich einen Buhu bisher noch gar nicht gefunden gehabt. Und zwar den Buhu des verborgenen Raumes. Ja, und jener verborgene Raum ist, wie ihr auf der Minimap ja sehen könnt, der Raum neben dem, na, wie heißt das jetzt, Butlerzimmer, Mitarbeiterzimmer, Dienstangestelltenzimmer. Naja, auf jeden Fall, neben dem Dienstangestelltenzimmer ist der verborgene Raum. Und in jenem verborgenen Raum gibt es den letzten Buhu. Außer König Buhu natürlich. Den letzten Buhu außer König Buhu natürlich. Und sicherheitshalber hole ich mir ein bisschen Feuer. So. Also genau jetzt hier in der Dienerstube gibt es einen geheimen Weg. Ah ja, hier. Das ist der geheime Weg. Habe ich extra mal nachgeguckt. Der geheime Weg. Hier gelangen wir dann in den verborgenen Raum hin. Der verborgene Raum, der verborgene Raum. Wartet, nein, das ist falsch. Also gut, der verborgene Raum. Huch! Ah, verdammt nochmal! Okay, dann eben so! Los! Ah, gut, dass ich Feuer aufgenommen habe. Let it burn, let it burn. Alles gut, alles gut. Und dann sowieso noch ein bisschen Geld, ein bisschen Geld. Na komm schon. Hallo. Da müsste doch irgendwas drin sein. Aber wie es aussieht, gibt es dort drin nichts. Schade. Und dort oben?
Jo, eine Menge Geld. Eine Menge Geld. Das ist doch so gut. Eine Menge Geld. Ach, da drin scheint nichts zu sein. Schade. Ah, verdammt mal. Wieder du. Na komm schon mal. Feuer, Feuer, Feuer. Okay. Okay. Dann so. Du bist jetzt erledigt. Dann gehen wir mal zur letzten Truhe. Los. Gott. Der letzte Eisgeist ist dann gefangen, aber... Okay, es war doch nicht der letzte Eisgeist. Ne? Gut. Los. Der letzte Eisgeist? Ja. Es war wirklich der letzte Eisgeist. Der letzte Eisgeist. Der musste ja so sein. Der letzte Eisgeist. Und? Yep! Also, das ist doch genial! Ein Rubin. Ein Saphir. Dann noch gleich ein Smaragd. Hey, Smaragd, komm her! Menschenscanner 1, wir werden ja doch noch regelrecht reich! Reich, 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 wie ein Oller Scheich. Gut, oh, jetzt noch die 50er. Ah, verdammt, habe ich die 50er gekriegt? Hm, gute Frage, nächste Frage. Hier haben wir jedenfalls nochmal ein Herz. Ein Herz, ein gutes Herz. Aber jetzt erstmal gucken... Buhu? Warte mal. Hallo, Buhu? Buh, stabil! Naja, dieser Buhu ist dann ja sehr einfach. Im Vergleich zu den letzten, die ich hatte. Sieh mal an, der hat einen Diamanten dagelassen. Beeindruckend, Luigi! Jetzt sind alle Buhus eingefangen! Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, dass du alle erwischst. Du bist ein wahrer Buhu-Meister. Jetzt musst du nur noch deinen Bruder finden und zurückholen. Das schaffst du bestimmt. Aber sei trotzdem vorsichtig, denn jetzt kommt König Buhu. Okay, du kannst mir jetzt den Buhu schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. Ja, Buhu Nummer 50. Gib acht, Luigi. Oh yeah. Und jetzt noch der große Diamant. Genial. Einfach genial. Aber sicherheitshalber schaue ich trotzdem nochmal nach. Haben wir hier noch etwas Geld liegen gelassen? Nein, dort oben hatten wir ja schon. Ich denke mal, wir hatten jetzt alles. Allerdings, wie komme ich jetzt wieder hier weg? Ja. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder weg? Gibt es hier auch einen Spiegel irgendwo im Raum? Ah ja, einen Spiegel gibt es hier tatsächlich. Dann können wir den jetzt benutzen. Und sofort zurück teleportieren. Zur Eingangshalle. Gut. Wirklich optimal. Wir haben auch noch alle 100 Lebenspunkte. Das ist nochmal optimal. Dann holen wir uns noch ein bisschen Feuer. Keine Ahnung, ob Feuer jetzt gebraucht wird im Kampf gegen König Buhu. Aber besser ein bisschen Feuer zur Seite gelegt zu haben, als kein Feuer zur Seite gelegt zu haben. So. Los geht es. Kein Buhu ist jetzt mehr da. Unser großer Augenblick ist gekommen. Der große Augenblick von Luigi. Mario, wir werden dich retten. Komm schon. Oh nein. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt ganz und gar nicht gut.
Das ist jetzt ganz und gar nicht gut, dass wir jetzt nur 90 Lebenspunkte haben. Für den Kampf gegen König Buu werden wir... Nein, weg da, weg da, weg da. Komm schon. Also für den Kampf gegen König Buu werden wir am besten mal unsere vollständigen Lebenspunkte brauchen. Also müssen wir gleich mal sehen, dass diese Feuergeister mal hurtig explodieren. Explodiert. Na? Gott, die Viecher explodieren. Also, hinein in die gute finale Stube. Oh yeah. König Buu. Wir sind da. Und werden diesmal nicht davon geweht. So. Der letzte Schlüssel. Der Altarraum wird betreten. Und Mario wird in Kürze gerettet. Denke ich jedenfalls. Warte mal, ist das Geisterfeuer? Nein, das ist natürlich etwas Geld im Brunnen. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht etwas Geld im Brunnen? Mario! Gut. Na, wie sieht's denn von dieser Seite aus? Oder von oben? Wie sieht's denn von oben aus? Wartet mal, König Buu will ich nicht sofort ansprechen. Ah, ein Saphir. Gut. So viele von den Dingern hatten wir bis jetzt sowieso nicht gefunden. Also gut. König Buu, Sie sind fertig. Und keine Sorge, Mario, wir kommen gleich um dich zu holen. Ah, stundenlang könnte ich mein wunderschönes Mario-Gemälde ansehen. Es ist wahr, was man über anspruchsvolle Kunst sagt. Man braucht ein feingeistiges Wesen, um sie wertzuschätzen. Ich frage mich allerdings immer noch, wie konnte er eigentlich Mario in ein Gemälde einsperren? Dieser hilflose Ausdruck in deinem Gesicht, Mario. Das macht mich so zufrieden. Mag sein, dass meine bisherigen Erlebnisse mit dir ein wenig zu dieser Sichtweise beitragen. Hä? So häufig ist Mario doch König Buu nicht, also so häufig hat Mario König Buu doch nicht getroffen. Mal ganz ehrlich, wer ist schon so blöd und glaubt, dass Willen einfach so verlost werden? Man muss schön blöd sein. Und was hat man auch Marios Brüdern bloß in die Suppe getan? Euch Mario Brüdern. Eine ordentliche Portion Leichtgläubigkeit, oder was? Dein Bruder hat den ganzen Weg hier zurückgelegt, um in einem Bild verewigt zu werden. Das ist wirklich großartig. Wie dem auch sei. Dieses Mario-Gemälde hängt so da allein da. Ich brauche unbedingt noch ein Luigi-Porträt. Dann erst ist meine Galerie komplett. Ich lach mich scheckig. Vor dir habe ich keine Angst, Suppenkasper. Höchstens vor dem Schreckweg 0816, den du auf deinem Rücken trägst. Eine echt dämliche Erfindung. Aber ich bin der König der Buhus. Ich schwöre, niemals werde ich gegenüber einem ordinären Haushaltsgerät klein beigeben. Außerdem, wirklich abscheulich, wie du wuppschleif-sor-schleutsch-litsch-wupps-mäßig meine ganzen treuen Freunde aufgesaugt hast. Und glaub ja nicht, dass ich davon sause. Ich werde mich dir entgegenstellen, wie es einem wahren Buu angemessen ist. Komm und leiste dein Bruder Gesellschaft. Auf diesem Bild. Ja, jetzt dreht er noch ein bisschen durch. Oh, und das ist also gemeint mit Bowser. Ew. Bowser saugt uns ein. Schon viele Jahre zuvor, bis Abenteuer Bowser kam, hatte König Buu schon seine... Oh, verdammt nochmal. Saugfähigkeiten aktiviert. Au Bagge, au Bagge. Bowser.
der aus irgendeinem Grund, wie es heißt, wohl tot sein soll zur Zeit dieses Spiels. Glaube ich persönlich ja eigentlich ja nicht. Also gut. Schreck weg, 086. Verdammt! Ein Herz? Ein Herz, es brennt, wenn ich dich sehe. Hallo? Hallo? Verdammt nochmal! Hä? Was läuft denn hier eigentlich schief? Ach so. Ah, verdammt nochmal. Läuft nicht besonders, finde ich. Aber wir müssen doch irgendwie Bowser angreifen. Ja. Oder wir müssen vielleicht erstmal abwarten. Okay. Also, ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich jetzt aktuell kämpfen soll. Ja, weiß ich beim besten Willen nicht. Also wie? Na? Verdammt nochmal! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich hatte es schon fast richtig gehabt. Ha, verdammt nochmal, wir müssen irgendwie den Kopf angreifen. Oh! Alter! Was ist denn das jetzt für ein Mist hier? Okay. Oh! Nein, das wird nichts. Kann ich den Kampf nochmal... Nein, ich kann den Kampf nicht nochmal... nochmal neu starten. Übel. Oh! Warte mal, jetzt hat's geklappt? Okay. Oh! König Buhu! Oh! Das ist sowas von übel! 500 Punkte hat König Buhu! Oh nein, das funktioniert einfach nicht! Das funktioniert einfach nicht und wir haben zu wenig Lebenspunkte hier. Okay, das ist mir zu blöd. Komm schon. Ja, Game Over. Das ist jetzt kein Wunder gewesen. Das ist jetzt kein Wunder gewesen, weil ich beim besten Willen nicht so recht wusste, was jetzt zu tun war. Na gut, zur Villa. Sei vorsichtig, Luigi. Überspringen. Okay. Dann wieder mal auf zum letzten Gefecht. Ein Gefecht, das ein bisschen Willen nicht funktioniert. Aktuell. Ne, 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 das letzte Gefecht funktioniert nicht recht. Leider, leider, leider. Ist jetzt leider auch das erste Mal, wo wir auch richtig Game Over gegangen sind. Bei einem normalen Kampf.
Na, was soll's. Weiter geht's. Vorwärts. Das Blöde ist, dass es auch keine Neubeginn-Funktion dort gibt. Blöd, blöd, blöd. Okay. Alles wieder offen. Überspringen. Und wenn ich jetzt Pech habe... Ja. Ja, der Saphir ist jetzt erstmal wieder da. Dann erstmal hier an der Ecke. Ist auch erstmal wieder das ganze Geld da. Ach, was soll's. Machen wir jetzt mal los. Start überspringen. Wir müssen es nochmal irgendwie versuchen mit Geister-Bowser. Boah. Okay. Oh, wieso klappt es nicht? Also irgendwas mache ich noch verkehrt hier. Aber ich weiß nicht was. Komm schon. Oh, das gibt's doch nicht. Die wollen einfach nicht. Okay, wir haben wieder 95 Lebenspunkte. Aber beim besten Willen, diese verdammten Kugeln wollen nicht. Okay. Gut. Oh nein, wieso hebt er sich auch nicht an? Okay. Das ist doch ein bisschen blöd. Wieso hat sich das Teil nicht angehebt? Okay. Nein, es klappt wieder nicht. Okay, vielleicht klappt es erst, wenn Bowser seine Saugattacke macht. Ja, das könnte eher angehen. Erst wenn er seine Saugattacke macht. Gott. Nein, es klappt nicht. Ich weiß nicht wieso. Wir können auch das Teil nicht anheben. Das ist hier auch so ein blödes Problem hier. Komm schon. Nein! Das ist so blöd! Das ist so blöd, das klappt alles hier nicht. Oh, dieses blöde Stachelding. Oh, verdammt nochmal, es klappt einfach nicht. Also ich hätte jetzt zu gerne eine Wiederholungsfunktion, ja. Okay, jetzt hat's geklappt. Aber leider viel zu spät. Oh, das hat er jetzt leider zu blöd. Komm schon. Oh, wieso? Wieso nur? Wieso klappt es nur nicht? Mal kann ich diese Dinge aufsaugen und mal wiederum nicht. Nein, wieder gute Nacht. Ich verstehe das nicht.
Muss ich etwa näher an den Dingern dran sein oder was? Und wieso zum Kuckuck? Zur Villa jetzt wieder und diesmal lasse ich den Saphir aus. Ich will jetzt einfach nur König Buhu besiegen. Ist mir doch jetzt einfach egal. Was da nun ist oder nicht. Und ich würde zu gerne lieber eine Abkürzung haben. Zu Buhu. Zu König Buhu. Oder vielleicht gibt es ja auch noch einen Trick bei den Bällen, die Bowser wirft. Also König Buhu wirft. Vielleicht wirft er explosive Bälle, aber dann vielleicht auch nicht so explosive Bälle. Oh, verdammt nochmal, jetzt haut ihr doch mal ab. Gott. Einfach vorrücken jetzt, Luigi. Irgendwann müsste es doch klappen. Irgendwann müsste es doch klappen. Ach, verdammt nochmal. Ja, jetzt leg mal los. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Auch wenn es vielleicht anders aussieht. So, vorwärts. Saphir, egal. Ach, ja, und ich hatte eigentlich geplant, dass der ganze Part ein bisschen schneller vorbeigeht. Aber gut. Oh, wieso? Ich habe doch schon losgelassen. Nein! Oh, wieso? 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 Wieso klappt es verdammt nochmal nicht? Ja, ist doch klar und... Wartet mal. Können wir den Schwanz einsaugen? Nein. Wisst ihr was, das nervt mich jetzt. Das nervt mich jetzt sowas von. Vielleicht sollten wir das Ganze ein bisschen ruhiger jetzt angehen. Weil ansonsten werde ich jetzt gleich schon anfangen, mit Socken rumzuschmeißen. So wütend macht mich das Ganze. Und falls jemand fragt, wieso denn Socken? Ja, so geht der Fernseher nicht kaputt. Als wenn man was anderes werfen würde. So, jetzt mal wieder runter. Ah, wieso musste das jetzt auch so blöd sein? Alle bisherigen Kämpfe, die gingen sowas von gut. Aber ausgerechnet jetzt, beim finalen Kampf, muss alles so blöd laufen. Das ist ja nicht mehr feierlich. Und wieso zum Kuh kann Luigi die Bälle nicht richtig aufsaugen? Mario. Das verstehe ich auch nicht. So, überspringen. Ja, das Ganze dauert jetzt viel zu lange für meinen Geschmack. Aber gut. Okay. Okay, jetzt hat's auf an... Gleich sofort geklappt. Okay, ich weiß nicht, wieso es jetzt auf Anhieb geklappt hatte. Wieso nur? Oh, komm schon, Luigi. Gut. Ja, ja, ja. Oh nein!
Also, diese Seite ist echt dämlich vor uns. Ja. Komm schon! Oh nein! Wieso stellst du dich so dämlich an? Na gut. Ruhig Blut, Luigi. Ruhig Blut. Okay, ruhig Blut, Luigi. Ruhig Blut. Es bringt ja nun überhaupt nichts. Oh nein! Wieso nur? Was ist denn jetzt schon wieder? Okay, einmal konnten wir jetzt König Buu schnappen. Nein, das wird nichts. Die Dinger explodieren jetzt wieder. Okay. Oh nein! Es dauert viel zu lange, bis ich überhaupt in der Lage bin, ein so ein Viech aufzusammeln. Ne, es dauert viel zu lange hier. Nee, das klappt nicht. Was ich auch versuche, es klappt einfach nicht. Nein, nein, nein. Es klappt einfach nicht. Nein. Nein, es klappt nicht. Ich krieg das Timing nicht hin dafür. Nein! Ich hatte ihn jetzt! Und dann wiederum auch wieder nicht. Oh, komm schon. Lebenspunkt, Lebenspunkt. Nein, es klappt wieder nicht. Nein, 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 es klappt einfach nicht. Man kann versuchen, was man will. Es klappt einfach nicht. Wie schon gesagt, man kann versuchen, was man will, aber ich krieg's nicht hin. Wie hatte ich das Ganze bloß hingekriegt? Mal im Ernst, wie hatte ich das hingekriegt? Warte mal. Nein! Oh! Okay, ich habe jetzt eine Idee. Es ist allerdings jetzt wirklich viel zu spät für diese Idee. Nein, es klappt einfach nicht. Ich kann versuchen, was ich will.
Es funktioniert halt nicht. Ne, es funktioniert nicht. Oh nein! Also es funktioniert nicht. Oder ich blicke das Ganze einfach nicht. Ja, ich regeneriere wieder Lebenspunkte. Das ist gut. Ja, es ist gut, dass ich Lebenspunkte wieder regeneriere, aber... beim besten Willen... es wird nichts. Nein, es wird nichts. Ich kann versuchen, was ich will. Aber es klappt nicht. Ich bin sicherlich auch der Einzige, der so lange bei diesem Bossfight braucht. Nein, ich bin wirklich sicherlich der Einzige, der so lange bei diesem Bossfight braucht. Ich krieg es einfach nicht gebacken. Ich krieg es einfach nicht gebacken. Und ich weiß beim besten Willen nicht, was ich hier tun soll. Was ich machen muss, um das Ganze zu schaffen. Nein, ich hatte es jetzt schon fast geschafft, aber nein. Ich krieg's nicht hin. Selbsterkenntnis mag zwar der erste Schritt zur Besserung sein, aber nein, ich krieg's nicht hin. Ich bin zu langsam. Es klappt nicht. Nein, was ich auch versuche, es klappt einfach nicht. Ich weiß einfach nicht, wie ich die Kugeln richtig aufsaugen soll. Und wenn es erstmal so weit ist, dass ich weiß, wie man die Dinge aufsaugen kann, dann werde ich hier von diesem blöden Feuerangriff erwischt. Okay. Nein! Okay, jetzt ist mal wieder aus. Okay, ich versuche es noch einmal. Aber es klappt einfach nicht. Ich bin zu blöd dafür. Und der Weg zu Buhu ist auch wirklich sowas so langsam und so weit entfernt. Das ist doch langsam wirklich nicht mehr gut. Wieso musste man diesen Bossfight auch so blöd für mich machen? Und wieso musste der Weg dorthin eigentlich auch so lange sein? Kann mir das mal jemand sagen? Okay, gleich zu Anfang werde ich mal versuchen, ein bisschen ruhiger an die Sache ranzugehen. Ich versuche gleich mal... ja, jetzt lass mich in Ruhe, du blödes Missig. So. Also, jetzt versuche ich wirklich mal ein bisschen ruhiger an die Sache ranzugehen. Aber... ja, überspring das Ganze. Oh, das kann man nicht überspringen. So ein Mist aber auch.
Okay. Los geht's. Überspringen. Nochmal überspringen. Gut. Boah, und jetzt? Weiß ich einfach nicht. Okay, jetzt haben wir es auf Anhieb gleich geschafft. Okay, komm heraus, König Buu. Oh. Okay, vielleicht wissen wir jetzt, was der Fehler ist. Ja, wir wissen jetzt, was der Fehler ist. Warte mal, die Dinger explodieren gleich, also. Gut, her mit dem Lebenspunkt. Gut, jetzt stehen wir wenigstens bei 96 wieder. Gut, wir stehen bei 96. Okay. Gut, jetzt habe ich es endlich begriffen. Das hat aber auch wirklich zu lange gedauert. Findet ihr nicht auch? Findet ihr es nicht auch, dass es viel zu lange gedauert hat, bis ich begriffen habe, wie der Bossfight ablaufen soll? Ja. Naja, dazu sei auch gesagt. Ich habe Luigi's Mansion jetzt zum ersten Mal. Hä? Wo ist das Ding abgeblieben? Okay, jetzt habe ich die Dinger daneben geworfen. Aber zum ersten Mal habe ich es richtig hingekriegt. Nein, wieso hat er mich jetzt... Oh, ich hasse es. Warte mal, Lebenspunkt, Lebenspunkt. Gott, 76. Aber wir haben ihn jetzt schon mehr Lebenspunkte abgezogen als bisher. Nein! Nein! Oh, jetzt mach doch gleich mal vielleicht ein paar von diesen Blumenkübeln weg. Okay. Gott! Alter Schwede, noch eins! König Buhu! Okay, das ist jetzt eine blöde Ecke hier. Ja, das ist jetzt eine blöde Ecke hier, muss ich sagen. Ja, wir müssen vielleicht jetzt mal kurz woanders hin. Gut. Nein! Wieso denn? Wieso? 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 Kannst du jetzt immer ein paar Blumenkübel zerstören, damit ich mal wieder ein paar Lebenspunkte kriegen kann? Was? Du Idiot! Okay, wir haben jetzt wieder massig Lebenspunkte. Aber wieso hat er jetzt eben das Teil nicht aufgesogen? Wieso nur? Luigi, was machst du jetzt wieder falsch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was Luigi jetzt wieder falsch macht. Okay. Gut, jetzt haben wir es geschafft, aber zwar wieder ein bisschen Lebenspunkte verloren. Aber König Buu ist jetzt wieder da. Okay, das kann sich jetzt noch ein bisschen in die Länge ziehen, glaube ich. Ja, das Ganze kann sich jetzt ein bisschen
Ja, das Ganze zieht sich jetzt einfach in die Länge. Ich weiß nicht, wieso das jetzt so ist. Aber ist es jetzt leider so, das Ganze zieht sich viel zu lang in die Länge. Nein! Oh, bloß weil das so ein blödes Steinding in der Wege war. Oh, ich hasse es langsam. Lebenspunkte. Nein. Wisst ihr was? Ich bin selbst schuld, dass es nicht funktioniert. Gott. Oh, wieder mal zu viele Lebenspunkte verloren. Ja, wir haben mal wieder viel zu viele Leben. Hallo? Was war denn jetzt mit dem eben los? Keine Ahnung, keine Ahnung. Es klappt einfach jetzt nicht mehr. Wie blöd das Ganze jetzt auch klingen mag, ich krieg es jetzt wieder nicht auf die Reihe. Ja. Ja, ich krieg es jetzt einfach wieder nicht auf die Reihe. Ist ja toll, ist ja toll. Oh, jetzt lauf weg, Luigi. Wieso muss man da bloß so dämlich sein? Es hätte klappen können. Na gut, Lebenspunkte habe ich jetzt wieder. Aber es ist nicht genug. Es ist beim besten Willen nicht genug. Und was bin ich erstmal froh, wenn wir... Oh, wieso hast du den Schreckwerk jetzt angehoben? Das ergibt dir doch jetzt überhaupt keinen Sinn. Okay, greif jetzt mal wieder an. Mit deiner blöden Kugel. 1, 2, 3. Wir sind ja jetzt dabei. Nein. Nein, nein, nein. Es dauert mir viel zu lange. Beim besten Willen. Es ist der größte Mist überhaupt aktuell. Gott. König Buhu kommt jetzt wieder mal heraus aus Bowsers Bauch. Aber... Oh, wartet! Nein! Oh, wir hätten ihn jetzt fast erledigen können. Oh, verdammt nochmal. Wieso nur? Wieso nur, liebe Leute von heute?
muss ich mich bei diesem Kampf bloß so dämlich anstellen? Kann mir das mal jemand verraten? Okay, jetzt sind wir beim Finale. Richtig angekommen. Gut. Endlich. König Buhu gefangen. Wir haben zwar leider nicht den Saphir und die restlichen Geldscheine aus seinem Altarraum gekriegt. Aber wir haben ihn immerhin jetzt endlich besiegt. Luigi, hast es auch endlich geschafft. Das ist wirklich außergewöhnlich, mein Junge. Auch, naja, wenn manche YouTuber das, nicht eine Stunde ungefähr dafür brauchen. Solltest dich mal schämen. Ich will mal hoffen, dass du bei Luigi's Mansion 2 dich ein bisschen besser anstellst, mein Junge. Zwar stammt der Schreckweg 0816 aus meiner Entwicklung, aber du hast dich bis ganz nach oben durchgekämpft, mein Kleiner. Du hast mich so... Oh, Schneef, stolz gemacht, Schneuz. Jetzt reiß dich verdammt nochmal zusammen, Igitt. Wie bitte? Erst hast du König Buu gefunden und dann ist er in ein Porträt von Bowser hineingesprungen? Sagst du, sogar mit Feuer hat er nach dir gespuckt? Heiliger Bimbam, in all den Jahren meiner Geisterforschung ist noch nie eine so fabulöse Geschichte an mein Ohr gedrungen. Und du musst bedenken, dass sich diese Karriere über 60 Jahre erstreckt. Nun, ich erinnere mich noch gut an meine Anfänge. Als junger Spund brachte mich bereits der Gedanke an einen Geist zum Zittern. Zum Zittern! Oh, entschuldige bitte. Mir sausen so viele Dinge von damals wie heute durch den morschen Schädel. Ich könnte eine ganze Woche damit verbringen, Geistergeschichten zu erzählen. Nun, es bleibt noch eine Sache zu erledigen. Ganz genau, ja gut. Luigi, schnapp dir das Porträt deines Bruders und bring es zu mir ins Labor. Hey, der arme kleine Racker ist eingeschlafen. Er muss vor lauter Erleichterung und Erschöpfung zusammengebrochen sein. Im Gemälde. Als er dich ankommen sah. Ich kümmere mich mal darum, die Maschine startklar zu machen, damit wir deinen Bruder wieder in seine ursprüngliche Form bringen. Einverstanden? Okay. Ich erwarte euch beide. Yo. Gott. Komm schon, Bruderherz. Lasst uns nach Hause gehen. Ja. Mario. Ja, Mario. Wurde endlich geschnappt, ja so. Das ist ja der Hammer. Du hast in nur einer einzigen Nacht alles erledigt. Gut gemacht, Luigi. Die von den Buhus errichtete Villa ist im Dunkel der Nacht verschwunden. Doch der Schatz ist offensichtlich zurückgeblieben. Ich brauche solches Zeug nicht. Behalte es von mir aus und mach damit, was du willst. Sag bloß, du hast genug von Geld einsammeln. Dann kümmern wir uns mal darum, deinen Bruder zu retten. Selbstverständlich ist mir dein Bruder lieb und teuer. Doch wir müssen uns zuvor noch um die letzten Geister kümmern. Gott, dann mal rein damit. Oh. Naja, aber ich muss schon sagen, hätte ich Luigi's Mansion früher schon mal für den GameCube gespielt. Ja, da wäre ich mir sicherlich sicher, dann hätte ich mich nicht allzu dämlich angestellt, weil dann wüsste ich ja schon. Die Geister sind unsichtbar, wissen wir. Dann hätte ich mich sicherlich nicht allzu blöd angestellt und hätte nicht so lange gebraucht. Aber, ja, man muss ja auch erstmal darauf kommen, ich jedenfalls, dass erstmal die Stachelbälle sich erstmal abkühlen müssen und dass ich dann mit dem Schreckweg erstmal ganz nah an die Kugeln ran muss. Ja, das hatte ich beim besten Willen nicht auf die Reihe gekriegt. Aber am Ende ging noch alles gut. Das war dann einfach wunderbar. Naja, das... Ich würde mein gesamtes Hab und Gut darauf verwetten, dass keiner außer mir solche gespenstisch schönen Bilder besitzt. Ja, ja, schön und gut. Aber jetzt wollen wir, glaube ich, gleich erstmal Mario befreien. Onkel bitterlich gefangen. Vasili, der Vasengeist. Van Gijk, der Maler.
Sinati. Aufziehsoldaten. Herr Alpenträumer. Und zu guter Letzt König Buhu. Oh Gott. Mann, was hat das lange gedauert? Ja, es hat wirklich lange gedauert. Aber Ende gut, alles gut. 50 Millionen und 440.000 Euro haben wir jetzt auf uns, auf Luigis Konto. Schön, einmal kurz abspeichern. Ah, speichern abgeschlossen. So, und jetzt ist erstmal Mario an der Reihe. Ah, wir kehren also die Portrifizierung um. Scheint wohl ein bisschen schmerzhaft zu sein, glaube ich. Aber am Ende kommt Mario aus der Waschmaschine, frisch gewaschen und geglättet. Ah, Gott. Ja, mit einer kleinen Mario-Melodie. Und, oh, er kommt ja nicht aus der Waschmaschine, es kommt aus dem Trockner. Mario, geht's dir gut? Oh! Mamma mia. Oh, Mamma mia! Was für ein Abenteuer! Ach, da lacht sich Luigi erstmal schief und scheckig. Ach, aber ich persönlich bin jetzt erstmal froh, dass dieses Abenteuer und besser gesagt, dass der Kampf gegen König Buu vorüber ist. Ich bin auch mal gespannt, wie das Ganze in Luigi's Mansion 2 wird. Mhm. Aber ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Mhm. Und bei manchen Sachen habe ich mich zwar ein bisschen dämlich angestellt, bei manchen Sachen ein bisschen besser. Aber hey, was erwartet man von jemandem, der bis jetzt noch kein einziges Mal Luigi's Mansion gespielt hatte? Tja, im Grunde genommen, abgesehen vom letzten Kampf gegen König Buhu, habe ich mich ja einigermaßen gut angestellt. Hierbei beim Bossfight gegen Herrn Finsterling, ja, das war auch ein bisschen, naja, mehr schlecht als recht gewesen. Am Ende hatten wir nur noch 5 Lebenspunkte gehabt, aber ja, haben wir auch gut gemeistert. Obwohl ich diesen Boss halt noch nicht machen wollte. Und ansonsten, ja, den Kampf gegen Bulussus. Da musste man auch erstmal dahinter kommen, wie man den überhaupt machen musste. Ja, das war auch nicht schlecht. Ein kleines Klassentreffen der Geister im Atelier von Van Geik. Und ja, am Ende haben wir alles gut geschafft. Der Kampf gegen Geister Bowser und König Buhu. Ja, das war wirklich ein Kampf, den ich kein zweites Mal machen werde. Diese Zeitherausforderung mit den Geistern, die man hier auch machen kann, die lasse ich sowieso weg. Jetzt ist sowieso ja der letzte Part. Ende gut, alles gut, kann man sagen. Wir haben alle 25 Gemäldegeister eingefangen. Wir haben alle 50 Buhus eingefangen. Wir haben König Buhu besiegt. Nach einer viel zu langen Zeit. Das ist jetzt wirklich ein ellenlanges Finale, ja. So, und was jetzt noch? Naja, jetzt kann man einfach nur noch sagen, dass ich jetzt eigentlich auch gespannt bin, was macht man eigentlich mit dem ganzen Geld, was man eingesammelt hat? Ja, es ist zwar sicherlich für eine Punktzahl gut, aber, ich weiß trotzdem noch nicht, wozu sollte man eigentlich Geld sammeln im Spiel? Wird das am Ende vielleicht noch erzählt? Baut Luigi sich jetzt vielleicht doch noch ein Luxus-Apartment auf seinem gewonnenen Hügel? Oder was? Tja, was kommt jetzt noch? Tja, so endete also diese Sache mit den Geistern. Professor Igitt war völlig aus dem Häuschen, dass er seine Gemälde zurückerhalten hatte. Mit Luigis wertvollen Fundsachen. Ja, was wird daraus jetzt? Willkommen in Luigis neuer Villa! Rang D! Naja, Rang D ist besser als irgendwas anderes. Und ich muss schon sagen, ist doch ein nettes kleines Häuschen. Besser hätte ich das auch nicht gewollt. Mhm. Ein schönes kleines Häuschen, nette Blumenbeete. Hat dann
Und naja, Rang D ist doch eigentlich auch nicht schlecht. Es ist halt eine Villa für 50.440.000 Euro. Ist doch nicht übel. Und was jetzt schon wieder? Hä? Konntest du dich um das kümmern, worum ich dich gebeten hatte, Luigi? Lass mal sehen. Das war eine eher einsame Erkundungstour der Villa, Luigi. Nimm doch beim nächsten Mal Luigi mit, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ich lasse Luigi im Labor da drüben, schnapp ihn dir so oft wie möglich. Ich freue mich schon auf deine nächste Erkundungstour. Bis bald, Luigi. Ja, bis bald. Jetzt muss auch noch der Professor Igitt aus der Zukunft nochmal kurz hier seinen Senf abgeben. Tja. Sowas aber auch, sowas aber auch. Naja, wie dem auch sei, wie dem auch sei. Wir werden jetzt einmal kurz im Porträtraum bei König Buhu. Warte mal, zur versteckten Villa? Suche die versteckte Villa auf. Dort wird es schwieriger. Nee. Okay, man könnte also das Ganze nochmal neu machen mit einem etwas heftigeren Schwierigkeitsgrad. Aber ehrlich gesagt, das Ganze so wie es ist, langt mir persönlich als Luigi's Mansion Line wirklich sehr gut. Mir langt das Ganze wirklich so wie es ist. So, und damit wollen wir jetzt zum krönenden Abschluss dieses Let's Plays hier vor dem Gemälde von König Buhu und Bowser stehen. Somit seid ihr mal vielen Dank fürs Zusehen. Und tja, bis demnächst zu Luigi's Mansion 2 im nächsten Jahr. Bis dann und ciao, sagt euer Phantom Heart. Ciao.